Am 9. November 1938 brannten in Deutschland die Synagogen, wurden jüdische Geschäfte und Einrichtungen gebrandschatzt und geplündert. Jüdinnen und Juden wurden aus ihren Wohnungen gezerrt, verschleppt und viele ermordet. Die Reichspogromnacht war der Auftakt zum Völkermord an den Jüdinnen und Juden in ganz Europa. Wir haben Ellen Brombacher gebeten, hier zu sprechen. Liebe Genossinnen und Genossen, danke, dass ich das darf. Am 9. November wurde mein Großvater mütterlicherseits nach Buchenwald verbracht. Von dort kam er zurück. Als meine Großeltern deportiert wurden, gab es kein Zurück. Sie sind verschollen. Über 40 Menschen aus der Familie meiner Mutter fielen dem Massenmord an den europäischen Juden zum Opfer. Nur wenige überlebten, darunter meine Mutter, ihre beiden Schwestern. Und meine Großeltern haben, wie der Brief sie erreichte, weiß ich nicht, an die beiden Schwestern in Belgien den letzten Brief vor der Deportation geschrieben. Meine Mutter war in Belgien im Widerstand, wurde dort Kommunistin und blieb dies bis zu ihrem Ende. Ich lese jetzt den letzten Brief von Ivan und Julie Meierstein an ihre Töchter Brunhilde und Anni. Göttingen, den 21.03.1942. Meine innigst geliebten Kinder, es fällt mir schwer, euch diesen Brief zu schreiben, aber es muss sein. Also, wenn nichts dazwischen kommt, was auch nicht ausgeschlossen ist, werden wir im Laufe dieser oder der nächsten Woche verreisen. Es ist jetzt bei dem milden Wetter ja auch besser reisen als im Winter. Liebe Hilde und Anni, lasst euch von dieser Nachricht nicht zu sehr beeindrucken und gebt euch nicht zu sehr dem Schmerz hin. Wir selbst sind gesund und voller Zuversicht. Opa und Oma gehen ins hiesige Altersheim. Schreibt doch bitte weiter jede Woche den lieben Großeltern. Opa wird euch immer antworten. Ihre Adresse ist Jüdisches Altersheim, Wenderlandstraße 26. Außerdem geben wir euch anbei die Adresse von Tante Sarah, der ihr auch öfter schreiben könnt und die euch auch antworten wird. Die Adresse ist Beermann-Rosenstein, Warburg in Westfalen. Sobald als irgend möglich erhaltet ihr wieder Nachricht von uns selbst, schreibt aber euren Absender an alle immer sehr deutlich. Onkel Moritz und Leo und Familie sowie alle Bekannten bleiben mit uns zusammen. Nun, liebe Kinder, bleibt für uns gesund und stark, wie wir es auch für euch tun wollen. Lebt wohl und denkt oft an uns, wie wir es jede Stunde an euch tun werden. Seid innigst umarmt, gegrüßt und geküsst von eurem euch innig liebenden, treuen Papa. Nebenbei, die Lissy Adler aus Kassel, eure Cousine, hat ihrem Verlobten Herrn Elias in Kassel geschrieben: Wir hörten es von Tante Sarah, wenn möglich, schreiben wir euch Ende der Woche noch einmal. Meine heißgeliebten Kinder, es gibt heute für mich nicht mehr viel zu berichten. Der liebe Papa hat euch ja schon alles mitgeteilt und was soll ich dem noch hinzufügen? Vertraut auf Gott, wie wir es tun. Vielleicht wendet sich noch alles zum Guten. Ich habe noch alle Hände voll zu tun mit den Vorbereitungen der Reise. Weiß kaum, wo mir der Kopf steht. Es ist bereits gleich 12 Uhr und morgen früh müssen wir wieder zeitig auf. Darum will ich schließen. Lebt wohl, meine teuren, guten Kinder. Bleibt gesund und denkt immer an uns, wie wir zu jeder Stunde eurer gedenken. Lasst euch unzählige Male innigst umarmen und küssen von eurer sehr betrübten Mutter. Sobald es uns irgend möglich ist, hört ihr von uns.